Der Tanznachmittag beinhaltete auch eine Kindertanzvorführung. Die Schüler waren von der Aufführung sehr begeistert. Sie freuen sich immer, ihre Volkstrachten zu tragen. Wir haben an dem Programm von IFA ein bisschen auch teilgenommen, denn unsere Klasse hat das Heimatmuseum Bol vorgestellt. Aber wir haben auch getanzt und unsere Meinung zum Tanzen wurden auch gefragt. Ich nehme an ungarisch-deutschen Programmen immer teil, ob es ein Rezitationswettbewerb oder ein Tanzauftritt oder eine Theatervorführung ist, weil es mir immer viel Spaß macht. Manchmal haben wir noch ein bisschen Lampenfieber, obwohl wir so oft auf der Bühne stehen. Aber es gibt immer sehr viel Motivation, dass wir unsere Großeltern und Eltern stolz vor der Bühne sehen. Es ist immer ein gutes Gefühl, unsere Trachten anzuziehen, denn sie verbindet uns mit unserer Geschichte, mit unserer Herkunft. Ich habe am zweiten Tag meine schöne Tracht gezeigt, aber bei den Auftritten bin ich auch sehr gern dabei. Man gratuliert uns immer und sagt, wir sind so schön. Das ist ein gutes Gefühl. Einige der Kinder tanzen schon seit mehreren Jahren in der Gruppe. Die Teilnahme ist nicht verpflichtend, aber diejenigen, die hier sind, nehmen gerne an den Aufführungen teil und sind begeistert von der Bewahrung der ungarisch-deutschen Traditionen. Ich tue seit September tanzen, also ich bin seit September in der Tanzgruppe. Ich tanze auch sehr gern, es macht mir viel Spaß mit meinen Freundinnen zu tanzen und mir gefallen auch die Trachten sehr gut und zu Hause übe ich auch. Die Freie Universität in Bol ist ein monatlich stattfindendes Programm für ältere Menschen. In den Kursen halten Forscher, Historiker und Universitätsprofessoren Vorlesungen zu Themen, die für ältere Menschen von Interesse sind. Dieses Mal ging es um Trachten. Wir haben ein Programm für die Senioren hier im Kino. Und dann wurden wir gebeten, wenn schon das Thema ungarisch-deutsche Trachten ist, dass wir dann auch kommen und tanzen. Und wir haben gedacht, dass wir dann mit zwei Altersklassen kommen. Dann ist die 8. Klasse hier und auch die 7. Klasse. Die Kinder werden 15 Minuten so ungefähr tanzen. Sie werden drei Tänze sehen. Und eins kommt aus Deutschland, die anderen zwei sind ungarisch-deutsche Volkstänze. Anita Müller war letzte Woche an einem besonderen Projekt beteiligt. Sie hatte die Möglichkeit, eine Woche lang auf der MINNETZ-Instagram-Seite für Minderheiten zu posten. Dabei ging es um Kinder, Trachten, Anitas Arbeitsalltag und die Pflege von Traditionen. Dazu gehört auch das aktuelle Programm der Freien Universität. Es war im April, als ich mich gemeldet habe. Zuerst habe ich gedacht, dass ich nicht in die Gruppe komme, denn ich bin ja schon einige Jahre älter als gewünscht. Aber als ich erzählt habe, was wir hier in der Boler Grundschule für Identitätsstärkung mit den Kindern alles machen, dann wurden wir eingewählt. Da fanden zuerst Seminare statt. Da haben wir gelernt, wie wir Videos gestalten können, verschiedene Tricks haben wir auch gelernt und ich denke, das ist heutzutage schon sehr wichtig, denn immer mehr Wettbewerbe bekommen die Kinder so, dass sie dann Videos erstellen müssen. Und nach diesen Seminaren müssten wir dann Beiträge für 5 Tage erstellen. Am ersten Tag haben wir uns vorgestellt, da habe ich den Verein vorgestellt, was ich in meinem Heimatdorf in Haschert leite und dann die Grundschule, wo ich arbeite. Und am zweiten Tag haben wir unsere schöne Trachten, ja, weil diese Beiträge sehen nicht nur diese, die in Ungarn leben oder in Deutschland, sondern das wird europaweit gestrahlt und viele Menschen weißen darüber fast gar nicht, dass in Ungarn so eine starke ungarisch-deutsche Minderheit lebt. Dann wurde ich gebeten, dass ich ein bisschen über das Tanzen bei uns rede.
Es ist bei uns sehr beliebt. Es machen immer nur Kinder mit, die es möchten. Und darauf sind wir sehr stolz, denn wie Sie es auch sehen werden, da sind so 30, 40 Kinder immer dabei. Am vierten Tag, das wird heute kommt das Heimatmuseum dran, dass wir die 8. Klasse und unsere DSD-Klasse vorstellen. Und dann am Ende, wo ich mich ja dann auch von den Zuschauern verabschiede, wird unser DSD-Sprachcamp in Litova dann auch gezeigt. Jeden Monat werden Rentner zu diesem kostenlosen Treffen eingeladen.